Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Ich werde immer mal wieder von meinen Schülerinnen und Schülern gebeten, noch einmal auf ganz einfache Weise zu erklären, wie man einen Satz im Passé Composé richtig zusammenbaut. Und genau diese Grundlagen zeige ich dir jetzt in diesem Tutorial Schritt für Schritt. Was ist da im Französischen anders als im Deutschen? Wo musst du genau aufpassen? An welche Stelle gehören welche Satzteile? Wie ist das mit einem direkten und indirekten Objekt gleichzeitig im Satz? Wo stehen Objektpronomen? Wie bildet man im Passé Composé eine Verneinung? Und was ist los, wenn man pouvoir und vouloir mit Infinitiv noch im Satz dabei hat? Allons-y, los geht's! Starten wir mal mit einem deutschen Satz. Ich habe gestern Nachmittag Paul mein Videospiel gezeigt. Im Deutschen sind wir bei diesem Satz sehr flexibel und könnten, wenn wir wollten, die Satzteile beliebig umstellen. Zum Beispiel, gestern Nachmittag habe ich Paul mein Videospiel gezeigt oder mein Videospiel habe ich Paul gestern Nachmittag gezeigt. Ganz egal. Im Französischen müssen wir uns aber immer an eine bestimmte Reihenfolge der Satzglieder halten. Diese Reihenfolge ist Subjekt, Prädikat und Ergänzung. Machen wir das mal Schritt für Schritt, dann verstehst du besser, was ich meine. Beginnen wir mit dem Teilsatz, ich habe mein Videospiel gezeigt. Zeigen ist montrer, le jeu vidéo, das Videospiel. Der Satz steht im Passé Composé mit avoir, j'ai montré mon jeu vidéo. Subjekt ist je, Prädikat, das ist das Verb, also hier das Hilfsverb avoir mit dem Partizip passé, et montré. Und das direkte Objekt mon jeu vidéo als Ergänzung. Was habe ich gezeigt? Mein Videospiel. Diese Reihenfolge steht also im Französischen fest. Subjekt, Prädikat, Objekt. Jemandem etwas zeigen heißt montrer quelque chose à quelqu'un. Demjenigen, dem ich was zeige, der bildet ein indirektes Objekt mit A. Ich zeige es dem Paul, à Paul. Ich bilde den Satz j'ai montré mon jeu vidéo à Paul. Das direkte Objekt mon jeu vidéo steht vor dem indirekten Objekt à Paul. Im Deutschen kann die Reihenfolge anders sein. Da darf ich auch sagen, ich habe Paul mein Videospiel gezeigt. Also im Französischen Subjekt, Prädikat, direktes Objekt und indirektes Objekt. Wohin jetzt mit dem gestern Nachmittag? Gestern Nachmittag heißt auf Französisch hier après-midi. Das ist ein Adverb, das einen Zeitpunkt angibt. Wir haben auf Deutsch gesagt, ich habe gestern Nachmittag Paul mein Videospiel gezeigt. Anders als im Deutschen darf ich aber jetzt im Französischen nicht etwa hier après-midi einfach so zwischen Hilfsverb und Partizip passé stellen, also die beiden Elemente auseinanderreißen. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Falsch, da kriegt der Franzose die Krise, ne? Richtig ist, j'ai montré mon jeu vidéo à Paul hier après-midi. Das Adverb ist ganz nach hinten gewandert. Ich darf es aber auch ganz nach vorne stellen. Hier après-midi, j'ai montré mon jeu vidéo à Paul. Jetzt muss ich es mit einem Komma abtrennen. Auch noch ein Unterschied zum Deutschen. Auch andere Ergänzungen zum Verb, die mit einer Präposition, zum Beispiel de, pour, avec, sur, angeschlossen werden, stehen in der Regel hinter dem direkten Objekt, falls eines vorhanden ist. Frédéric a acheté un cadeau pour Clara. Frédéric hat ein Geschenk für Clara gekauft. Doch zurück zu unserem Satz mit dem Videospiel. Was ist jetzt los, wenn wir den Satz umformen zu ich habe ihm mein Videospiel gezeigt? Jetzt müssen wir das indirekte Objekt à Paul durch ein indirektes Objektpronomen ersetzen. Das ist lui, das indirekte Objektpronomen der dritten Person Singular. Bitte niemals schreiben j'ai montré mon jeu vidéo à lui. Falsch, diesen Fehler sehe ich leider sehr, sehr oft. Wo gehört das lui nun hin? Richtig, wir erinnern uns an unsere Regel 1 bei der Stellung der Objektpronomen. Vor das konjugierte Verb, also vor das avoir. Je lui ai montré mon jeu vidéo. Wörtlich, ich ihm habe gezeigt mein Videospiel. Klingt lustig und komisch, ist aber so. Französisch funktioniert eben etwas anders. Aber als eifriger Zuschauer von Fit für Franze kennst du diese Regel bereits in- und auswendig. Jetzt verneinen wir mit ne pas. Die Verneinung umschließt das Objektpronomen und nur das konjugierte avoir, unser Hilfsverb. Je ne lui ai pas montré mon jeu vidéo. Ich habe ihm mein Videospiel nicht gezeigt. Das Partizip passé kommt dahinter.
Das ist auch so bei ne plus, nicht mehr, ne rien, nichts und ne jamais, niemals. Genauso. Was ist jetzt los, wenn wir ein pouvoir oder vouloir, können und wollen, mit folgendem Infinitiv haben? Pouvoir und vouloir nennt man Modalverben oder auch modale Hilfsverben. Bilden wir mal den Satz auf Deutsch. Gestern Nachmittag konnte ich Paul mein Videospiel zeigen. Eine einmalige Handlung gestern Nachmittag, also passé composé, wörtlich übersetzt, ich habe gekonnt. Pouvoir bildet das Partizip passé auf pu, also hier après-midi, j'ai pu. Jetzt folgt der Infinitiv und wieder wie oben das direkte Objekt und ganz zum Schluss das indirekte Objekt. Hier après-midi, j'ai pu montrer mon jeu vidéo à Paul. Wörtlich, gestern Nachmittag, ich habe gekonnt, zeigen mein Videospiel dem Paul. Okay, das klingt auf Deutsch schrecklich, ich will dir nur mal zeigen, wie so ein französischer Satz funktioniert. Jetzt wollen wir à Paul wieder durch lui ersetzen. Aufpassen, wir haben jetzt eine Konstruktion mit Infinitiv. Also greift unsere Regel 2 zur Stellung der Objektpronomen. Haben wir ein Infinitiv, gehört das Objektpronomen vor den Infinitiv. Also, hier après-midi, j'ai pu lui montrer mon jeu vidéo. Und verneint, ne pas, umschließt nun das konjugierte Verb. Hier après-midi, je n'ai pas pu lui montrer mon jeu vidéo. Wenn du einmal diese Regeln zur Stellung der Satzglieder verstanden hast, glaube mir, dann ist das schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorn. Wenn du dir beim Gebrauch und bei der Stellung der Objektpronomen noch nicht so sicher bist, schau dir bitte dazu die hier oben verlinkte Playlist an. Das hilft dir bestimmt, diese Regeln zu verstehen. Kommen wir zurück auf unseren Frederik. Jetzt möchten wir in einem zweiten Schritt einen Nebensatz ergänzen. Wir könnten eine Begründung anschließen, weil sie seine beste Freundin ist. Weil heißt parce que, die beste Freundin, la meilleure copine, und aufpassen, seine beste Freundin heißt sa meilleure copine, nicht son meilleure copine, den Fehler sehe ich auch oft. Denkt an, im Französischen richtet sich der Possessivbegleiter, mon, ton, son, ma, ta, sa und so weiter, immer nach dem folgenden Bezugswort und nicht etwa nach dem Besitzer, wie im Deutschen und Englischen, seine Freundin, his girlfriend. Auch hier wieder, Französisch funktioniert anders, aber wie ich finde, in diesem Fall ist es sogar einfacher, denn man muss ja nur nach dem folgenden Wort gucken. Also, parce qu'elle est sa meilleure copine. Der Nebensatz mit parce que wird ohne Komma angeschlossen, auch beim Relativsatz ist das so. Qui est sa meilleure copine? Kein Komma. Jetzt haben wir schon einen schönen Satz. Was kann ich aber noch alternativ an den Hauptsatz einbauen? Ich könnte einen Zweck ausdrücken, sowas nennt man einen Finalsatz. So könnte ich sagen, Frederik hat für Clara ein Geschenk gekauft, um ihr eine Freude zu machen. Wie drücke ich das nun aus? Jemandem eine Freude machen heißt faire plaisir à quelqu'un. Um etwas zu tun, da kann ich im Französischen ganz elegant pour mit anschließendem Infinitiv nehmen. Pour faire quelque chose bedeutet, um etwas zu machen. Ich kann also schreiben, Frédéric a acheté un cadeau pour Clara, pour faire plaisir à Clara. Oh, das ist nicht sonderlich schön, das siehst du, hier ist Clara doppelt. Ersetzen wir das zweite à Clara wieder durch lui, das Objektpronomen der dritten Person im Singular. Du erinnerst dich vielleicht, lui kann ihm oder ihr heißen, aber hier ist ja aus dem Hauptsatz klar, wer gemeint ist. Wir haben eine Infinitivkonstruktion mit pour. Jetzt gehört das lui vor den Infinitiv. Pour lui faire plaisir. Auch zu der Konstruktion pour mit Infinitiv haben wir ein spezielles Video für dich vorbereitet. Grundsätzlich mein Tipp. Wenn du selbst Sätze und kleine Texte schreiben musst, mach das bitte immer so einfach wie möglich. Bilde Hauptsätze, höchstens mal durch einen Nebensatz ergänzt. Bau bitte keine verschachtelten Satzkonstruktionen, denn das geht immer schief. Wie man richtig Texte schreibt, haben wir schon in verschiedenen Tutorials gezeigt. Wenn du Fragen zur Grammatik oder zum Satzbau oder zu was auch immer aus dem Französischunterricht hast, dann zögere nicht, uns deine Fragen in den Kommentar zu schreiben. Darüber freuen wir uns immer sehr und beantworten die Fragen auch auf jeden Fall. Und wenn das Ganze etwas ausführlicher sein muss, machen wir auch ein Video darüber. Schau dir gerne auch noch das oben verlinkte Video an und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Franzen.